und herzlich willkommen zur 71. Folge unseres Let's Play Stationeers. Ja, in den letzten Folgen haben wir hier mal so, oder in der letzten Woche haben wir im Grunde das hier automatisiert. Dem würde ich jetzt auch erstmal so ein bisschen den Rücken zukehren, weil, können wir im Augenblick herzlich wenig machen, außer das, was er hier rausschmeißt, dann wieder einsammeln und wieder genau verteilen. Das brauchen wir aber jetzt nicht die ganze Zeit ständig zu machen, sonst brauchten wir keine Automatisierung. Dass eine neue Aufnahmesession ist, denke ich mal, ist klar, ist Montag. Also die Montagsfolge. Ich werde das diesmal ein bisschen anders machen. Und zwar nehme ich jetzt schon die Woche davor auf. Dementsprechend kann ich auch erst nächste Woche wieder reagieren auf eure Kommentare. Aber ja, geht leider im Augenblick aus Zeitgründen nicht anders. So, was haben wir hier noch? Diese Hydrokulturstation, okay. Wir müssen hier noch eine andere Dingens reinsetzen. Nach da ist fertig, das heißt, wir müssen das umsetzen nach hier irgendwo, diesen Sensor, und brauchen noch einen zweiten passiven und aktiven Lüfter. Ich glaube, da hatte ich schon mehrfach drüber gesprochen, dass ich das ja machen wollte. Also aktiven, passiven, ein paar Rohre und Kabel haben wir dabei. Ich gehe einmal runter, weil ich gucken wollte, ob da noch Kabel waren oder ob ich die schon eingesammelt hatte. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir welche hergestellt hatten. In dem Fall würde ich die dann erstmal einsammeln und dann fahren wir einen hoch. Okay, das kann aus. Nö, das hatten wir schon eingesammelt. Das ist eine Sortiereinheit, mit der ich noch nicht so wirklich klarkomme. Okay, das heißt, hier haben wir nichts. Wir können aber das da reinschmeißen, anmachen. Dann gehen wir, fahren wir mal einen hoch, gucken mal nach. Ich glaube, ich hatte auch davon gesprochen, dass wir mehr Strom brauchen. Das wird also alles ein bisschen knapp mittlerweile. Hühnerstall muss ich mir dann irgendwann auch noch Gedanken drüber machen. Und schauen wir mal. Die stecke ich mir ein, weil wenn die leer ist, wenn man irgendeine leer ist, dass ich eine Reserve habe, dass wir die mal langsam aufbrauchen, nicht ausbrauchen. So, was haben wir hier? Eine passive und eine aktive. Jeweils eine brauchen wir. Eins abtrennen, das dahin. Und das dahin. So, dann brauchen wir noch die Rohre. Kabel hatten wir. Ich denke, damit haben wir alles, was wir dafür brauchen, um den Umbau fertig zu machen. So, und wir brauchen die erweiterte Luftschleusensteuerung. Den aktiven Lüfter setze ich schon mal hin. Und
den passiven Lüfter setze ich auch schon mal hin. Inklusive Rohr. Der Rest muss ich dann von oben verbinden. Was ich eben vergessen habe, warum ich jetzt nämlich nicht weitermache, ist die Diskette. Diskette, genau. Ups. Und als nächstes, wenn ich das fertig habe, werde ich mich um die Erweiterung kümmern. Denn das geht gar nicht hier mit den Akkus, dass das alles leer ist. So, das kommt da schon mal rein. Dann muss ich raus. Ich weiß, ich hätte auch hinten raus gekonnt. Ich mache das jetzt aber der Einfachheit halber hier. Doch, guck mal, was wir hier haben. So, das kommt da rein. Und dann haben wir die Verbindung schon mal fertig. Ja, die andere Seite ist okay. Jetzt müssen wir beigehen. Ich zähle jetzt schon mal. Ich meine, das waren 20 hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Genau, also 20 Solarzellen. Und das Ganze liegt auf 21. 42 Blöcken. 43, 44, 45, 46, 47, 48 Blöcke. Und 20 Solarzellen. Ich hoffe, ich merke mir das, bis wir da soweit sind. Gut, jetzt machen wir die mal aus. Das kommt weg. Dann brauchen wir das, um das zu demontieren. Okay, das ist gleich alles mit rausgeflogen. Macht nichts. Das wieder rein. Die erweiterte, die kommt da rein. Dann kommt die Glasscheibe drauf. Und wieder mal ist eine Diskette weg. Weil er die aus irgendwelchen Gründen jetzt hier rausschmeißt. Ach Mann, oh, das finde ich jetzt doof. Das finde ich wirklich doof.
So. Und jetzt habe ich natürlich, ja, zum einen keine Diskette. Jetzt probiere ich es einfach mal so. Jetzt kann ich sie nehmen. Genau, und jetzt muss ich die nämlich noch umbenennen, damit ich dann hinterher auch weiß, welches welches ist. Na toll. Um das umzubenennen, müsste ich aber rein, weil den Beschrifter, den habe ich da drin noch. Och Mensch, was mache ich denn hier für Mist? Scheint jetzt aber zu klappen. Aha, das hat geklappt, obwohl außen. So, was haben wir hier für einen Druck? Normalerweise sollte der zwischen 90 und 95 liegen. Der liegt jetzt bei 92. Dann machen wir mal so die Hälfte, 92,5. Nee. Okay. Dann mache ich 93 von. Hier kommt erst mal 2. Treibhaus ist extern, Glastür ist intern. Aktive Belüftung außen, innen und der Sensor. So, wenn ich jetzt die Diskette nehme, cool. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Der macht zu. Dann auf 0. Und dann sollte er hier 2 reinziehen. 1, 2. Okay, funktioniert. Sollte ich das vielleicht noch mal auf 95 ändern oder auf 94? Und Diskette raus. Okay.
Das hat geklappt. Also ein bisschen haben wir hier. Jetzt gehen wir mal einen tiefer. Jetzt habe ich die Diskette dabei. Ich war mir immer nicht sicher, ob hier irgendwo ein Fehler drin ist. Innen und außen. So, extern ist 2 und intern ist 0. Das ist Gasfilter. Innenglastür. Gasfilter ist extern, jawohl. So, dann habe ich nämlich die Drücke vertauscht und habe mich jedes Mal gewundert, dass das nicht ging. Könnte dann ja auch nicht gehen. Gut, das heißt, das haben wir berichtigt. Runterfahren. Nein, nicht ganz nach unten. Einen höher. Wir wollen ja ins Lager. Die Diskette dahin. Der Beschrifter dahin. Schleusensteuerung, erweiterte. Ja, normaler hier. Da kommt die Schleusensteuerung hin. Und die Rohre können dann wieder da oben rein. Gut. So weit, so gut. Unten haben wir es fertig. Ich nehme die Diskette nochmal mit. Ich will gucken, ob ich da 2 und 2 eingestellt habe. Da lang. Ob ich das überhaupt schon alles programmiert habe. Ah. Okay. Hier habe ich eine einfache Steuerung gemacht. Aber Steuerung, dann nur den Ausdruck gleich mit hier, dann ziehe ich mir ja ständig schmutzige Luft von draußen rein. Das ist alles gut. Ja, wir müssen erstmal zusehen, dass wir ja unsere Stromversorgung auf Vordermann bringen. Und dann sollte ich mir mal Gedanken machen, ob es nicht sinnvoll ist, die Außentüren, weil wir haben außen ja keinen Druck von 0. Wir kriegen ja jedes Mal dann die Luft rein, dann macht er einfach die Tür zu und dann haben wir das, was wir von außen reingeholt haben, wieder mit drin. Also die Marsatmosphäre ziehen wir uns dann damit jedes Mal mit rein und das ist, denke ich mal, nicht Sinn der Sache. So, das Ding packe ich mal da oben hin und den Logikprozessor damit hin. Gut. Wie sieht's aus? Eisenwand, Wände, 24 Stahlplatten. Gut, wir haben also keine Blöcke mehr. Was hatte ich jetzt gesagt? Moment, 21 mal 2, 42 plus 6 und 48. 48, Stahlblöcke.
Alles aus, ja. Stahlgerüst. Okay, kriege ich nicht genug zusammen, aber wir können die auf jeden Fall erstmal herstellen. Eisen habe ich noch. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles drin haben. 42 Gramm Stahl ist auch nicht viel. Und hier 15 Gramm Stahl ist erst recht nicht viel. Und hier haben wir gar nichts drin. Das heißt im Endeffekt, wir müssen Stahl herstellen. Nehme ich mal den Bauern mit. Was habe ich da? Silber. Okay. Und Kohle brauchen wir auch noch. Hundert, 150. Und wo ist jetzt dieses eine Gramm? Es waren noch 201 Gramm. Okay, ich glaube, uns ist hier gerade der Strom ausgegangen. Kann ich auch nichts einstellen.
So, wir haben hier 1, 2, das sind 300. Wir brauchen aber 450. Das heißt, 50 Gramm können dann. Ja, es geht mal an, mal aus. Das ist natürlich wieder blöd zum Einstellen. Wir brauchen für Stahl. Megapascal würde ich mal sagen und 1000 Kelvin. Ups, das war zu viel. 2 Megapascal und 1000 Kelvin. So, den schalten wir ein. Sind 450. Eisen mit dazu. Dreihundert. Dreihundertfünfzig. 350. Oh, warum funktioniert dieser blöde Skript nicht? Beziehungsweise hier die Steuerung nicht. Wenn ich das hier einstelle, warum wird das nicht einfach vorgegeben, bis ich es ausschalte? So, 450. Und? Und jetzt? Jetzt muss ich von Hand aufdrehen. Das ist doch doof. Das ist doch. Das funktioniert doch nicht. So, das aus. Eisen. 500 Stahl. Nochmal 100 Stahl. Und wieso kommen jetzt hier 50 Eisen nochmal raus? Ich habe die doch gar nicht reingeschmissen. Muss ich jetzt nicht verstehen. Aber okay. Habe ich die echt damit reingeschmissen?
Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ob ich da wirklich gepennt habe oder ob da irgendwelche eigenartigen Sachen vor sich gehen. In jedem Fall gehen wir natürlich jetzt erstmal runter hier. Und schmeißen die 100 da rein. Und die 500 kommen erstmal dahin. Und Eisen kommt auch dahin. Silber. So, Silber dahin. Und Eisen. Gramm, genau. So. Da haben wir jetzt schon mal 17 Stahlgerüste. Kupferbarren. Okay. Alles gut. Nein, falsches hier. So, wir brauchen 2 Stahl, das heißt, wir würden 50. Dann hätten wir 67. Wir brauchen, glaube ich, 68. Ne? Kann das sein? Ich würde sagen, ich starte das einfach mal. Wenn wir ein paar zu viel haben, ist auch egal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Eins, zwei. 3, 4, 5, weg ist, brauchen wir noch einen. Wo sind wir denn hier?
25. Komm, schmeißen wir mal raus. Dass wir hier weiterkommen. Ups. Man sollte auch schon hingucken, wo man hinläuft. Was habe ich denn hier gerechnet? Irgendwie bin ich jetzt irritiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ich brauche noch fünf von den Rahmen. Okay. 24 noch. Ja. Ja klar, 42, nicht 62, nicht mal 3, sondern mal 2. 42 plus 6 und 48. Und genauso viel Stahlplatten brauche ich. Also nochmal 24.
Platten, die Rahmen mit, packen die noch weg. Ups. So, und dann brauchen wir noch mal 24 Stahlplatten. Stahlplatten. Egal, komm rein damit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gut, das hätten wir schon mal. Jetzt brauchen wir aber auch noch mal diese 20 Solarzellen. Solarmodule, genau. Diese hier. Da brauchen wir Kupfer, Gold und Stahl für. Kupfer haben wir. Da hat schon mal einer gebaut. Gold haben wir nämlich nicht mehr. Stahl hatte ich jetzt hier alles reingeschmissen. Okay, dann schmeißen wir das erstmal alles raus hier. Gold muss hier auf jeden Fall rein. So, falle ich da jetzt runter. Eisen packe ich erstmal kurz dahin. Silizium kommt dahin. Und das ist ein Solarmodul. So, wenn ich das richtig rechne, sind das 6 Stück, die da noch rauskommen. Das heißt, wir hätten dann schon mal 10. Ja, damit können wir schon mal anfangen.
So, das haben wir. Die gehen nach da, das heißt, so, genau, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wir brauchen dann die Starkstromkabel und wir brauchen Kabel. Gucken, ob wir noch Starkstromkabel haben. Ja, gut, die reichen nicht, aber ist ja schon mal was. Da fehlt Gold, okay. So, die können wir schon mal mitnehmen. Wir brauchen Kabel und Starkstromkabel. Okay, und Wasser. Es ist ein bisschen viel Kupfer, was wir da drin haben. Ich dachte eigentlich so eher an 50 Kupfer. Konstantan, Elektrum, Invar, Internal, Lötzinn, Gold. Silizium, Kupfer,
Das Kupferding kommt dahin. Kupferbarren. Und die 50 Gramm kommen da rein. Und das gleiche machen wir schon mal mit dem Stahl. Die 330 Gramm kommen dahin. Ja. Und die 50 Gramm kommen da rein. So, jetzt stellen wir mal 100 von den Kabeln her. Und ich werde mitnehmen ein bisschen Glas, damit ich die Solarzellen dann auch schon mal okay, da haben wir nur noch zwei von. Ja. Das hatte ich befürchtet. Hier geht es irgendwie nicht wirklich weiter, ne? So, das sind schon mal 10. Jetzt gehen wir bei und legen hier das Kabel weiter. Stellen wir dann doch direkt 50 wieder von her. Aber wir müssen ja dann auch noch Trafos bauen. Ne, nicht Trafos, sondern Batterien bauen. Und ja. Batterien bauen, dann müssen wir die auch anschließen. Und
20 brauchen wir ja alleine schon dafür, dass wir hier jeweils die Verbindung herstellen. Okay. Das kann man wegpacken. Okay, Kupfer ist alle. Das sind die 100. Da ist noch mal ein Eisenbarren. Ach komm, bevor ich jetzt anfange, wenn es eng wird, können wir das immer noch machen. Jetzt brauche ich hier die schweren Kabelspulen und dafür brauche ich auch, dafür brauche ich kein Stahl, sondern Gold. Autsch, nicht gut, gar nicht gut. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Gold und zwar nicht ganz wenig. Ich packe hier mal Kupfer 50 rein. Das Kupfer wieder weg. Dahin. Da rein und auf geht's. Ja, wir brauchen für Solarzellen brauchen wir Gold und für die Kabel brauchen wir Gold. Ich bin aber der Meinung, dass hier irgendwo noch Gold war. Gar nicht mal so weit weg. Wassereis. Na also, sage ich doch. Hatte ich das doch noch richtig in Erinnerung? Silber. Nee, Silber wollte ich nicht. Kupfer wollte ich auch nicht.
So, da haben wir doch mal richtig schön gebuddelt. Ich sehe gerade was hier mit Wasser, ne? Das habe ich total irgendwie verdrängt gehabt. Kurz was essen. Und was trinken. So, ui. Okay. Und weiter geht's. Silber, Kupfer, Gold, alles auf einer Stelle hier. Also hier haben wir auch noch mal Gold. Das in unmittelbarer Nähe der Basis wirklich alles. Okay. Da muss ich mich übrigens auch noch drum kümmern, fällt mir mal gerade so ein. Aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!